I'm Alastair Stewart and for the first time on British television live. Historische Premiere in der britischen Demokratie. Erstmals stellen sich die Spitzenkandidaten bei der Parlamentswahl einer TV-Debatte. Premier Gordon Brown punktet gegenüber Oppositionsführer David Cameron mit einer Anspielung auf die Wahlplakate der Konservativen. Ich bin David dankbar dafür, dass er all die Poster von mir und über die Kriminalität und so weiter hat aufhängen lassen. Kein Zeitungsredakteur hat es in den vergangenen 2 Jahren so gut mit mir gemeint. Ich schaue sehr freundlich auf den Plakaten. Dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Bei der ersten von insgesamt 3 Debatten geht es um Innenpolitik. Die Zuschauer im Studio dürfen Fragen stellen, aber nicht nachhaken. Auch Zwischenrufe sind verboten. Während Premier Brown Wohlstand für alle propagiert, verlangt sein konservativer Widersacher politischen Wandel und greift den Premier wegen der hohen Staatsausgaben an. Gordon Brown will ihnen weismachen, dass er die Ausgaben für Gesundheit, Bildung und Polizei stabil halten kann. Nichts davon wird ihm gelingen, denn das Land verdankt ihm das größte Staatsdefizit aller entwickelten Länder weltweit. Der Liberaldemokrat Nick Clegg macht sich vor allem für ausgleichende Gerechtigkeit und ein faires Steuersystem stark. Wir würden Schluss machen mit diesem unfairen Steuersystem, das Labour und konservative Regierungen abwechselnd aufgebaut haben. Ein gieriger Banker zahlt einen niedrigeren Steuersatz auf seine Kapitalerträge als eine Putzfrau auf ihren Lohn. Bei den 20 Millionen Fernsehzuschauern kommt Clegg am besten an. 43% sehen den Liberalen als Sieger der Debatte. Und nach der Wahl am 6. Mai könnte sich seine Partei in einer Schlüsselposition wiederfinden. Bisher haben sich Labour und Konservative immer an der Macht abgelöst. Umfragen zufolge könnte es dieses Mal für keine der beiden Parteien zu einer Parlamentsmehrheit reichen.